Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Test. Dieses Mal Cuisine Royale. Nein, es wird keine Kochsendung. Es ist ein weiteres kleines, neues, mehr oder weniger neues Battle Royale Spiel am großen Himmel der vielen Battle Royale Spiele. Ja, ich habe das Spiel im PlayStation Store, im PSN Store entdeckt und es ist free to play. Und ich habe mir gedacht, komm, das laden wir uns mal runter und schauen uns das Ganze mal an. Ich spiele es absolut blind. Ich habe noch keine einzige Runde gespielt. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns das gemeinsam einmal an. Gut, ich habe, als ich es das erste Mal gestartet habe, einen Charakter ausgewählt. Wir können am Anfang zwischen zwei Charakteren auswählen, die quasi schon frei sind. Alle weiteren müssten wir kaufen. Ich habe mich für Clyde, das Dutzend Mulliken, entschieden. Und ja, wir sehen, ich bin Level 1, habe noch kein bisschen EP, das heißt, ich habe noch keine Runde gespielt. Und das wollen wir jetzt aber ändern, deswegen würde ich sagen, wir drücken einfach mal auf Start, reihen uns in die Solo-Queue ein. Spieler 9 von 22. 9 von 20, 8 von 20, okay. Ich weiß gar nicht, sind das jetzt auch hier 100 Spieler auf einer Map? Keine Ahnung. Vom Menü her würde ich jetzt aber schon sagen, es hat extreme Ähnlichkeit mit PUBG. Wir haben einen Charakter, der am Anfang einfach mal noch nichts anhat. Da oben gibt es einen Reiter personalisieren, da könnten wir uns weitere, ja, ich sag mal, Ausrüstungsteile bzw. Klamotten und so weiter alles mal irgendwo freischalten und kaufen. Free-to-play natürlich, ja, ihr merkt's. Ja, Free-to-play heißt ja nicht immer gleich Pay-to-win. Ich hoffe und ich denke, dass die kaufbaren Sachen rein optischer Natur sind und von dem her habe ich nichts gegen das Free-to-play-System. Ja, das ist jetzt wieder einmal ein schöner Ladebildschirm. Müssen wir mal schauen. Je nachdem, wie lange der Ladebildschirm geht, wird es einfach rausgeschnitten. Aber ich freue mich. Ja. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Klar, es ist ein weiteres Battle Royale. Ich denke, wir haben alle genügend Battle Royale Spiele in den letzten Monaten und Jahren gesehen. Okay, wir sind direkt schon im Game. Hier ist ein Kühlschrank. Da ist eine kleine Tasche, Essen, ein Teller mit Essen. Ja, Essen können wir immer gebrauchen, nehmen wir mit. Wir haben bisher nur ein Messer. Wir brauchen ganz, ganz dringend... Na, hallo, machst du bitte die Tür auf? Machst du bitte die Tür auf? Ah ja. Leckt das jetzt wirklich schon? Hier liegen eine Mauser C96 und ein bisschen Munition. Geht das überhaupt schon los? Ich bin mir noch gar nicht sicher, ob das jetzt nicht hier Vorgeplänkel ist. Was haben wir da? Einen Helm. Okay, der Helm sieht sehr stylisch aus. Aber wir müssen definitiv festhalten, es erinnert extremst stark an PUBG. Also, ich glaube, ich habe Schritte gehört. Optisch gesehen auf jeden Fall sehr, sehr ähnlich. Okay. Die Zone wird sich gleich verkleinern. Ich bin mir nicht sicher, ob ich gerade nicht irgendwo Schritte gehört habe. Schauen wir mal, dass wir ins nächste Gebäude kommen. Ich weiß nicht, ob wir mit der Mauser hier so eine... Alter! Jetzt hat er sich tatsächlich ein Nudelsieb aufgesetzt. Inventar. Was das Geräusch zu bedeuten hatte, weiß ich auch nicht. Okay. Ein Magazin. Waffentechnisch sind wir jetzt auf jeden Fall etwas besser aufgestellt, würde ich sagen. Aber ob wir jetzt wagen sollten, über dieses große Feld hier zu laufen, ich würde sagen, wir folgen mal dem Weg. Und... Ich spiele solche Battle-Royale-Spiele gerne ein bisschen defensiver, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin da absolut kein Freund von irgendwelchem blindem Aktionismus und einfach reinrushen. Ich halte mich dann doch lieber entweder am Zonenrand oder in der Mitte der Zone auf und tue lieber reagieren, wenn jemand kommt, anstatt zu agieren. Die Frage ist, können wir... Oh, Kiste mit Konserven, das nehmen wir alles mal mit hier. Einen Heiligenschein, sehr schön. Körperpanzerung, Brody-Helm S2.
Okay, das war jetzt Helmstufe 2. Okay. Der soll doch nicht diesen komischen Helm aufsetzen hier. Ich will den. Genau. Beziehungsweise kaiserlicher deutscher Helm ist S2 und der ist auch S2. Das passt. Dann nehmen wir die Tasche noch mit. Ne, die brauchen wir gar nicht. So, wir haben im Inventar Essen und Magazin, ein Magazin für unsere Mauser. Geld können wir auch mitnehmen. Wofür wir das brauchen, weiß ich nicht. Einen stilechten Heiligenschein besitzen wir auch. So, hier sieht alles sauber aus. Hier im Innenhof ist auch keiner. Oh, ein Zielfernrohr. Das Zielfernrohr möchte ich bitte. Ich gehe nochmal da rein. Ich möchte wissen, ob ich dieses Zielfernrohr. Nee. Schade. Ich hätte das Zielfernrohr gerne auf die MP gesetzt. Einfach nur, um ein kleines bisschen mehr. Oh Gott. Um ein kleines bisschen mehr aus der Entfernung agieren zu können. Da ist nichts für uns. Oh, ich laufe so offen. Ich habe es überhaupt noch nicht drauf. Da liegt eine Granate, die nehmen wir mit. Und ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt, aber ich höre definitiv. Ja, und Schüsse höre ich auch. Ich höre definitiv Schritte. Okay. Da knie ich, da springe ich. Hier, keine Ahnung. Und eine Tierfähigkeit, die Fähigkeit Tier. Was auch immer die bedeutet. Ich weiß es nicht. So, ich würde sagen, wir gucken mal hier oben, ob wir hier irgendjemanden entdecken können. Ne, aus der Richtung höre ich jemand. Ich höre auf jeden Fall jemand in dieser Richtung. Und ich denke, da wo wir gespawnt sind, waren wir relativ alleine. Deswegen vermute ich, dass die. Na super. Dass die Schüsse und die Bewegungen aus diesem Bereich kommen. Und ich habe auf der Map einen kleinen roten Punkt. Das bedeutet, irgendwo da hinten könnte jemand sein. Mach mal bitte auf, komm hier. Kann man die Kiste öffnen? Nö. Diese Stelle hier wäre an sich perfekt. Sobald hier jemand jetzt kommt, könnte ich ihn einfach wegschnetzeln. Aber ich weiß nicht. Gucken wir mal aus dem Fenster. Okay, offener stehen kann man nicht, deswegen. Ich weiß nicht, ob wir nicht vielleicht doch in diese nächste Siedlung vorrücken sollten. Halt, da kommen wir gar nicht raus. Aber der rote Punkt auf der Map ist, glaube ich, kein Gegner, weil der bewegt sich nicht. Okay, ich würde sagen, im Spurt Richtung nächster Siedlung. Und ich glaube, da werden wir auf jeden Fall Feindkontakt haben. Cuisine Royale. Okay. Was haben wir denn hier? Panzerung fürs linke Bein. Das nehmen wir doch auf jeden Fall mal mit. Eine Schutzweste. Jawohl, jetzt ist er auch nicht mehr ganz so nackig. Das ist noch eine Schutzweste. Ein Gesäßschutz. So, schauen wir mal ins Inventar. Ja, das sieht doch mal gar nicht so schlecht aus hier. Okay. Kurz einmal spähen. Und ab ins nächste Haus. Ich denke, es wird nicht mehr lange gehen, bis wir Feindkontakt haben. Entweder war hier in dem Haus nichts oder es ist komplett gelootet. Okay. Die Zone, Mist. Ja, die Zone kommt. Das habe ich jetzt irgendwie vollkommen vor lauter Gequatsche vollkommen verpasst.
Scheiße, das ist peinlich. Das ist peinlich. Kommen wir hier rein. Komm. Bevor wir jetzt noch mehr Schaden kassieren. Okay, das heißt, wir dürfen... Da ist einer, da ist einer, da ist einer. Den hole ich mir. Den hole ich mir. Och Mann. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja, Trophäe, ready to fight, erste Runde. Ja, ich habe damit jetzt wirklich nicht gerechnet, dass ich so wenig Schaden mit der MP mache, beziehungsweise auch so wenig treffe und er mich einfach mit einer Machete oder sowas aus dem Leben natzt. Gut, ohne groß zu quatschen, kurz mal die Nase kratzen und dann würde ich sagen, wir tragen direkt nochmal ein, weil das können wir ja so nicht auf uns sitzen lassen. Glückwunsch, Sie sind auf Level 2 gekommen. Ja, Wollinger, das gefällt mir. So, ein Spiel suchen und wir tragen direkt nochmal für die Solo-Queue ein. Ja, gut, für die erste Runde. Ich muss sagen, es hätte schlimmer laufen können. Wir haben zumindest ein kleines bisschen Zeit überlebt. Dass wir natürlich beim ersten Feindkontakt gleich aus den Füßen gekippt, aus den Schuhen gekippt sind, hätte nicht sein müssen. Aber das versuchen wir in Runde 2 zu toppen. Ich weiß gar nicht, was waren wir jetzt? Platz 16? Schauen wir mal, ob wir das nicht noch besser hinbekommen. So, wird geladen. Ladebildschirm. Ja, zeitmäßig haben wir auch noch mehr wie genug. Okay. Jetzt würde ich gerne mal gucken. Wir sind inmitten der Zone. So gefällt mir das. So gefällt mir das. Gut. Das heißt, wir können uns hier eigentlich erstmal sicher austoben. Munition mitnehmen. So, die Luger. Panzerung fürs rechte Bein. Sehr schön direkt angelegt. 15 aztekische Goldmünzen. Ach, es ist wie immer. So, eine Kiste mit Konserven. Dose mit Konserven oder Kiste, ich weiß es gar nicht. Liegt hier im Bunker irgendwas? Beziehungsweise im Schützengraben. Ich sehe es schon kommen. Feindkontakt, bumm, tot. Nein. Hier, da liegt etwas. Aber das ist ein Colt. Ich glaube, dann bleiben wir doch lieber bei der Luger. Oh, da war etwas. So. Damit haben wir auf jeden Fall schon mal eine Primärwaffe. Einmal durchladen, bitte. So. Und da liegt unsere zweite Primärwaffe. Das ist ja schön, dass wir... Okay, das ist eine MP. Und das zweite? Habe jetzt zwei MPs? Scheint so, ne? Ja. Schaden 9, Schaden 9, Feuerrate. Okay. Naja. Nicht die optimale Waffenwahl. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz schauen. Wir bewegen uns gerade in die Richtung. Ich will aber lieber wirklich in die Richtung, dass ich in die Mitte der Zone komme. Und da unten scheint auf jeden Fall eine größere Siedlung zu sein. Die würde ich sagen, krallen wir uns mal. Von Schützengraben zu Schützengraben. Obwohl dieser Turm hier, dieser Wasserturm, natürlich auch ein perfekter Spot wäre. Okay, eine Granate. Ich glaube, wir werden auch bei diesem Schützengraben... Habe ich da wen gehört? Da läuft keiner, oder? Nee. Bei diesem Schützengraben hier auch vielleicht gucken, ob wir noch irgendwelche besseren Waffen finden. Okay. Aber landschaftlich schön gemacht. Also ich muss sagen, natürlich hat es sich bei den Großen wie PUBG bedient. Aber es sieht jetzt... Hä? Was war das jetzt? Weltweite Flut? Das bedeutet? Ich will hier mal ganz kurz rein. Da liegt ein Zielfernrohr. Ich glaube, das können wir für keine unserer Waffen gebrauchen. So, was sagt denn unser Inventar? Magazin, Magazin, Magazin. Oh, kann es sein, dass wir bei der Beretta... Warte mal. So, doch, wir haben.
Wir haben Muni. Goldmünzen. Okay, die Schüsse kommen von hier, oder? Nee, die Schüsse kommen von oben. Von woher sind die Schüsse? Da scheint noch alles sauber zu sein. So, können wir uns den Eimer auf den Kopf setzen? Nee, können wir nicht. Okay, das ist definitiv dämlich, hier auf diesen Balkon zu gehen. Das macht, glaube ich, keinen Sinn. Okay. Zonenbeschränkung. Die Welt wird kleiner. Oh, da liegt ein Stahlhelm. Den brauchen wir auf jeden Fall. Sehr schön. So. Ich bin mit den Waffen absolut nicht zufrieden. Ist da... Nee. Ich höre überall Schüsse und ich sehe, dass hier Leute draufgehen. Ich würde doch auch so gerne hier im Let's Test einen kleinen Kill bekommen. Ist das denn nicht möglich? Macht das Sinn, auf den Turm zu gehen? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Und wir haben auf jeden Fall Paketverluste. Das seht ihr gar nicht, weil die Kamera davor ist. So. Ein MG. Eine Rauchgranate. Kiste mit Konserven. Okay. Hier ist jemand ganz nah. Definitiv. Hier ist definitiv irgendwo einer in der Nähe. Ja. Und da sind mir jetzt auch schon die ersten Kugeln um die Ohren geflogen. Jetzt hat es irgendwie geflackert. Keine Ahnung, was da los war. Also mich hatte gerade, glaube ich, jemand im Visier, oder? Das sind doch eindeutig Kugeln um meine Ohren gesaust. Die Frage ist nur, von wo? Da oben ist keiner. Ich glaube fast, die kamen von hinten. Tür, 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 Tür. Da ging eine Tür. Alter, wie ein ängstliches Häschen kauere ich mich hier in die Ecke. Wo ist der denn? Ist das eine Leiche? Nee. Warte mal, ich gehe mal andersrum. Ich habe noch nicht mal eine Schutzweste. Das ist absolut nicht gut, was ich hier mache. Ich muss dringend in irgendwelche Häuser zum Looten. Da ist ruhig. Sieht ja aus wie so ein Ausbildungscamp der Fremdenlegion irgendwie hier. Konserven. Goldmünzen. Die nehmen wir mit. Und jetzt gucken wir mal, ob wir hier reinkommen. Jawohl. So, da haben wir eine S2-Weste. Sehr schön. Und wir tauschen mal diese Beretta aus. Gegen dieses Gewehr. Okay. So, und jetzt hatten wir doch eigentlich, warte mal, jetzt hatten wir doch eigentlich dieses Zielfernrohr. So. Genau. Das heißt, wenn hier jetzt jemand vorbeikommt, dann fehlt er. Und
Vor lauter Quatschen habe ich hier schon wieder komplett vergessen, in die nächste Zone zu gehen. Warte mal, kurze Waffe hier. So, Waffe für den Nahkampf. Sitzen wir hier in der Falle? Nee, da kommen wir raus. Noch ein Zielfernrohr. Ich glaube, das brauchen wir jetzt aber so nicht. Okay, hier war auf jeden Fall jemand. Und zonenmäßig sind wir auf jeden Fall wieder sicher. Springfield. Okay, da liegt eine... Hoppala. Da liegt ein richtiges Scharfschützengewehr. Brody Helm S2. Was habe ich auf? Ich hatte schon einen S2 Helm, okay. Das passt. Kiste mit Konserven, die nehmen wir mit. Und eine kleine Tasche. Was sagt das Inventar? Wir haben definitiv noch Platz nach oben. Okay, ich glaube, von hinten kann mir jetzt hier in dem Bereich nichts passieren. Die Frage ist nur, ob ich mich jetzt wirklich hier verbarrikadieren sollte oder nicht. Ich hätte nämlich schon gerne noch einen Kill, gebe ich ehrlich zu. Oh, eine Axt. Nahkampfwaffe. Oh, kurz Nase kratzen, in der Hoffnung, dass wir hier safe sind. Ein S3-Helm. Sehr schön. Wir sind wieder aus der Zone draußen. Ein 3,5. Das nehme ich mal mit. Falls mir die 4... Oh, da steht einer. Pass auf. Alter, das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Ich sehe ihn noch... Achtung, da steht einer. Bumm, tot. Der hat genau gewusst oder er hat es gehört oder irgendwie hat er mich auf jeden Fall... Ich hätte vorsichtiger sein sollen. Tja, Freunde. Das würde ich sagen, sollte es mit Cuisine Royale gewesen sein. Level 3, sehr schön. Genau, also an dieser Stelle war es das mit Cuisine Royale. Wie immer keine Kochsendung, sondern ein Battle Royale. Ja, was bleibt mir zu dem Spiel zu sagen? Wie gesagt, es ist Free-to-Play, auf jeden Fall mal im PlayStation Network Store. Ich glaube auch über Steam. Und also Free-to-Play auf jeden Fall. Ob es da zu erwerben bzw. zu erhalten ist, weiß ich nicht. Müsste man mal schauen. Aber ich finde auf jeden Fall, es lohnt sich. Es ist ein ja, Battle Royale wie so viele. Sehr, sehr dem klassischen PUBG ähnlich. Aber warum nicht mal antesten, warum nicht mal eine Runde spielen? Ich kann es euch nur ans Herz legen und ich würde sagen, Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Kommentar da, lasst ein Like da und ein Abo, empfehlt meinen Kanal weiter und schaut euch Cuisine Royale einmal an. Wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Bis dahin haltet die Ohren steif und ciao!